We're back bei Pokémon Blue und wir finden einen Nagel. Oh gut, das hätten wir nicht liegen lassen sollen. Also, im letzten Part bin ich zurückgelaufen zum Pokémon Center, hab einige Items abgelegt mal wieder. Und dabei habe ich... Oh, da haben wir unser Salpollo. Das hat ich doch gesagt, das müssen uns demnächst begegnen. Dabei hat mein Snowflake ein weiteres Level erreicht. Cool, oder? Bam! Weg mit ihm. Also, ja, ich hatte euch im letzten Part raten lassen, was für ein weiteres Team-Pokémon ich habe. Und ich mache euch einen Vorschlag, ich werde es enthüllen, nachdem dieser Turm vorbei ist. Trotz meiner Erfahrung bin ich dem Bösen verfallen. Aber ich möchte diese epische Atmosphäre jetzt nicht wieder durch irgendeinen random Shit kaputt machen, deswegen... Gib mir deine Seele! Ja, das meine ich zum Beispiel. Also es ist ja eigentlich gruselig und diese Atmosphäre möchte ich beibehalten, deswegen... Ja... Jetzt über ein weiteres Teammitglied zu philosophieren, wäre sehr unpassend. Aber hey Leute, wir haben das jetzt mal mit Part 34... beziehungsweise mit dem Part 33 von Benny immerhin den Rekord bisher aufgestellt. Also bei der ersten Bubble hatte ich nur 32 Parts, diesmal habe ich es auf mehr gebracht. Yippie! Auch wenn ich zeitlich gesehen weit hinter 3 bin, aber pfff... Mai, etwas muss von mir Besitz ergriffen haben. So, wir wagen uns immer weiter hoch. Das hier ist der vorletzte Stock, soweit ich weiß. Oh, da kommt eine. Ich brauche Blut. Das ist so ziemlich der krasseste Satz, der in der Pokémon-Historie jeweils gefallen ist. Und das Einzige, was ich merkwürdig finde, ist, dass das halt nicht zensiert wurde. Auch ein Feuerrot und Blattgrünig. Ich habe beim Feuerrot Twigatter gesehen, dass nach wie vor diese Texte aufflammen, wie ich brauche Blut und irgendwelches Zeug, wo Leute zocken, geändert wurde, damit die Leute nicht abhängig werden. Und ich finde, das steht dann doch in keiner Relation mehr. Also ich sagte ja, dass hier kann man als zu übertrieben ansehen. Ich finde es auch einfach zu übertrieben, aber es muss nicht als zu übertrieben angesehen werden. Wir sind dann allerdings bei dem Spielen so ein großes Tralala gemacht wird, ein Spielhallendown entfernt werden und so. Boah. Also in Schwarz-Weiß war es okay, ja. Da war sie halt endgültig weg. Da hatte man zwar echt scheiße Probleme, wenn man TMs brauchte. Ich weiß doch ehrlich gesagt immer noch nicht, wie das geht, falls... beziehungsweise doch, natürlich weiß ich es, weil, ja, jede TM ist ja jetzt unendlich oft. Daher taucht dieses Problem gar nicht mehr auf, aber... wie das in Hardcore und so Silver gehen sollte, meinte ich. Weil da 10.000 Punkte beim Voltoflip... Wo bin ich? Ich fühle mich so blutleer und schwach. Boah, scheiße. Okay, aber ja, ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Wartet. Ich hätte es ja schon oft genug angeschnitten, aber 10.000 Punkte beim Voltoflip ist eigentlich fast noch möglich. Falls jeder von euch es geschafft hat, meinen Respekt. Jetzt natürlich, auf dem DS, nicht auf dem Emulator mit Save States, da geht's ja dann noch, aber ansonsten ist es krank ohne Ende. Sollte ich jemals ein Hard Gold oder so Silver LP machen, werde ich auf alle Fälle mit Save States arbeiten, das könnt ihr mir glauben. Und ja, das eigentliche Essentielle war, dass man seine Münzen nicht mehr umtauschen konnte. Das war echt scheiße. Na gut. Was geht hier vor? Und als hätten sie es geahnt, dass sie auf 720p laufen durch HQ2X. Gib mir jeder von ihnen für den Exorzisten 720 Poké-Dollar. 27p, 720p. In beiden Richtungen. Okay, nächstes Nebulak wird erledigt. Bam. Dum -dum. Oh ja, ich finde bei der Killermaschine Nebulak echt hammergeil. Das war nicht ganz so cool wie Simsala, aber... Ja, cool. Wobei, nur in dieser Generation. Nach dieser Generation mag ich Gengar eigentlich wesentlich mehr, muss ich sagen. Also, Gengar ist schon richtig geil. Also, war bis, oh mein Gott. Lichtel kam, beziehungsweise Skelabra ist, glaube ich, die letzte Form, mein Lieblings-Pokémon. Es war ein böser Geist, der Besitz von mir ergriffen hatte. Yo, wäre jetzt geil gewesen, hätte ich da kein Item mehr aufnehmen können. Also, natürlich die Fies platziert. Dann. Betreffen wir den letzten Stock. Hi. Geiler Bug. Das ist ein geiler Bug.
wer jetzt das Spiel nicht kennt, könnte denken, dass das jetzt ein absolutes Spezial-Pokémon ist, gegen das wir kämpfen, weil das Event wilde Pokémon immer Vorrang hat, sogar Vorrang vor Trainer oder anderen Events. Da ist das nicht so klar geregelt. Ja, verschwindet, Eindringlinge. Und jetzt kommt der eigentliche Kampf. Ich habe mich keinen Millimeter seitdem bewegt. Statt ich von dieses Nebula hätte mir den Boden aufgewischt, dann hätte ich jetzt nicht Probleme gehabt. Aber gut. Oh, ein Knogger. Und wer jetzt eins und eins zusammenzählen kann, weiß, um was mein Knogger es sich hier handelt. Und Tragosses Mutter, das verstorben ist. Und nein, man kann es nicht fragen. Ich habe schon so oft auch so mit Meister benannt, es ist unmöglich, das Pokémon zu planen, deswegen erledige ich es einfach. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter eines Tragosso. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Ja, merkwürdige Logik in vielen japanischen Sachen. Wenn man etwas sehen will, dann haut man ihn einfach zu Tode. Aber es funktioniert jedes Mal. Was willst du? Warum bist du hier, hä? Scheiße, was macht die Rocket hier? Des Teufels. Das bedarf einer Erklärung. Ich selbst habe versucht, es in Feuerrot mal zu erklären, was ich denke mir nicht ganz so gut gelungen ist. Deswegen werde ich es hier einfach noch. Na gut, vorbei. Was heißt nicht ganz so gut gelungen ist? Ist eigentlich doch immer die gleiche Theorie, die ich hier erzähle, aber ja. Ich denke, man soll es einfach zweimal wiedergeben, für die, die es vergessen haben. Also, ich verstehe das so, dass Team Rocket diese Mutter des Tragosso jagen wollte. Sie dabei gestorben ist. Und dann wollte Team Rocket unbedingt ihre Seele hier einfangen, um sie zu verkaufen in irgendeiner Art und Weise. Und dabei hat sie Mr. Fuji halt genervt. Mr. Fuji ist eine Person, die wir angeblich hier oben suchen. Davon wusste ich zwar nichts, als ich diesen Turm betreten habe, ganz ehrlich, ich wusste davon nichts. Aber ihr werdet schon noch sehen, was gemeint ist. Level 36, yeah. Hä? Scheiße, ich geb auf, Mann. Das werde ich dir nie verzeihen, du Arschloch, du Dicker. Ja, das war der erste. Der zweite Streich folgt zugleich. Da war sein alter Knacker, der behauptet hat, wir würden Pokémon quälen. Hast du meine Meinung gehört, ne? Bin ich froh, dass wir die Spackos erstmal eine Zeit lang los sind nach dem. Jetzt haben wir sie ja erstmal in Prismania City erledigt. Und bei der Boss ja auch das Sylph-Scope hatte. Deswegen vermute ich, wie gesagt, dass sie diese Seele vom Knogger einfangen wollten und damit Geld zu verdienen, teuer zu verkaufen. Und deswegen einer von ihnen auch der Sylph-Scope gestohlen hat und es praktisch ihrem Boss ausgeliefert hat. Das ist jetzt so meine gängige Theorie. Und sie sich deswegen hier oben befinden. Eine andere würde mir zumindest nicht einfallen und würde, glaube ich, auch keinen rechten Sinn machen. Das heißt, wenn ich gestanden, dass sie in der Lebewelt hat, einen sehr hohen Spezialwert, ja, dachte ich mir. Nein! Okay, Glück gehabt. Hätte ich echt ein Problem gehabt. Hätte der mir jetzt Donnerblitz ausgesetzt. Aber gut, so ist er weg. Weil damals hat er ja immer noch die letzte Attacke, die man einsetzt, ausgesetzt. Heutzutage ist es ja random. Bitte! Lass mich in Ruhe! Pokémon sind nur zum Geld verdienen, gut! Spurst! Halt dich heraus aus unseren Angelegenheiten. Und er hat gar nicht so Unrecht, weil Pokémon, damit kann man echt scheiße viel Geld verdienen, wenn man sich die Verkaufszahlen der Edition anschaut. Du wirst niemanden retten, Kleiner! Also es ist echt eine Geldmaschine, natürlich nicht so erfolgreich wie früher. Wie Pokémon, ey. Natürlich nicht so erfolgreich wie früher. Früher hat sich jedes Spin-Off echt krass verkauft. Da waren ja nicht nur, also Rot, Blau und Grün, das sich ja weltweit, ich glaube, 31 Millionen Mal verkauft. Dann Gold, Silber, Gold, Silber, als das raus, dann Gelb, als es rauskam, 14,6 Millionen Mal und Kristall, als Gold, Silber, als es rauskam, 23 Millionen Mal. Also es war echt der Mega-Hype von Pokémon. Es hat sich viel besser verkauft als Mario zu der Zeit. Was schon krass war. Vor allem, wenn man sich bedenkt, dass die Mario 3Ds sich nicht mehr so gut verkaufen wie die Mario Brothers. Und dann kommt man wieder mit New Super Mario Brothers Wii und New Super Mario Brothers DS und verkauft das Ding wieder 23 bis 26 Millionen Mal. Aber gut, auf alle Fälle. Dazwischen kamen ja Spin-Offs, den Pokémon Snap. 3 Millionen Mal verkauft. Pokémon Pinball 5 Millionen Mal verkauft. Pokémon Stadium, ich glaube auch 3 Millionen Mal verkauft. Das sind schon richtig harte Zahlen. Was gibt's auch, genau, Trading Card Game, 3,7 Millionen Mal verkauft.
Gut, von Heyo Pikachu weiß ich die Verkaufszahlen jetzt nicht. Es kam ja auch nicht sehr weit daher. Aber trotzdem, die ganzen Spin-Offs haben sich richtig, richtig, richtig gut verkauft. Und das ist jetzt ein wenig abgeflacht. Mystery Dungeon und Ranger, die Spin-Offs heute Tag verkaufen sich wiederum schlechter. Oder Dash oder Link oder wie die alle heißen. Aber dennoch holen sie eigentlich immer ihre Millionen, dadurch, dass Pokémon draufsteht und gleichen somit die Kosten für den Entwicklung aus und erwirtschaften auch noch einen kleinen Gewinn. Das ist schon echt gut. Leg dich nicht mit dem Team Rocket an, ne? Du wirst nicht ungestraft davonkommen. Und ja, dieses neue Pokémon da, Nakaruga oder wie das heißt, dieses Kriegsspiel da, soll jetzt das nächste Spin-off-Art sein. Aber warten wir es ab. Was? Kommst du mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Torgosses Mutter zu beruhigen. Die Seele des Kloggers sollte nun in den ewigen Jagdgründen eingekehrt sein. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folge mir in das Pokémon-Clubhaus am Fuße dieses Turms. Ja, wie gesagt, ich wusste echt nicht, dass wir den retten sollten, aber gut. Da, 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 da. Mr. Fuji hat auch für Torgosses Mutter gebetet. Da, da, da. Wir sind so putzig. Pokémon sind wunderbare Schmusetiere. Oh, aber diese Musik, das... Oh. Caleb, du kannst deinen Pokédex nicht vollenden, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst. Dies wird dir bei deinem Abenteuer helfen. Eine Pokéflöte, Alten! Ocarina, nee. Wer Smosh's Pokémon Wheel of 3 gesehen hat, weiß, was ich meine. Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Du kannst damit alle schlammenden Pokémon wecken. Richtig. War die Flöte schon von Nutzen für dich? Damit ist es meines Erachtens nach eines der epischsten Items im Spiel, wenn nicht sogar das epischste, weil ich brauche jetzt keinen Aufwecker mehr. Ich kann jetzt alle Aufwecker ohne Probleme verkaufen. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe nur eins, oder? Ja, ich verkaufe erstmal das Nugget. Dann den Aufwecker. Weil, ja, wie gesagt, die Pokéflöte wirklich jedes Pokémon, aber es hat genau den gleichen Effekt und eine X-Treffer. Daher brauche ich das wirklich nicht mehr. Gut, jetzt wo dieses Abenteuer ausgestanden wäre, werde ich mein Team-Pokémon holen. Aber erst im nächsten Part! Tja, sorry, tut mir leid. Bis dann.